Servus, die Wahlen. Mein Name ist Karl Keinrath und heute geht es um den Wettkampf, warum ich mit dem Wettkampf aufgehört habe. 2008 war die Weltmeisterschaft in Pilsen in der Tschechei und da haben wir mir gedacht, nach so vielen Jahren will ich es noch einmal wissen. War natürlich auch in der Vorbereitung, haben wir gedacht, ja, Training ist super gelaufen und war ziemlich massig, muss sagen, habe damals schon über 100 Kilo gewogen und muss sagen, Diät hat so ausgeschaut, wie ich es immer gemacht habe. Natürlich muss ich sagen, das hat sich in den letzten Jahren hat sich das dann so verändert, da ist dann wirklich darauf ankommen, dass du richtig scharf und mit wenig Körperfett auf die Bühne gehst. Ich habe es natürlich nicht ganz geschafft, muss ich sagen. Also das ist mir nicht gelungen. Ich war aber auch nicht bereit, das letzte Risiko einzugehen. Das muss ich dazu sagen. Weil wie ich dann auf der Bühne gestanden bin und die Athleten neben mir gesehen habe, dann haben wir gedacht, Gott sei Dank, Karl, hast nicht das ganze Risiko genommen. Weil das war eine Katastrophe, wie ich die gesehen habe. Die waren zwar alle scharf bis in die Knochen rein, aber das war Risiko pur, was die gemacht haben. Und das Risiko bin ich nicht angegangen. Und das haben wir dann in den Kopf gesetzt. Noch einmal werde ich das nicht mehr machen. Noch einmal gehe ich nicht auf die Bühne, weil ich will gesund bleiben, ich will weiter trainieren können und mir soll es auch gut gehen. Und ich kann nicht mit einem Alter von über 60 ein hohes Risiko eingehen, gesundheitlich, weil dann weiß ich, dann habe ich nicht mehr lang zum Leben. In Pilsen war ich eigentlich der älteste Teilnehmer. Ich war damals schon 66 und die letzte Klasse war über 60. Und in der Zwischenzeit haben sie das wieder geändert. Es gibt noch eine Klasse ab 65. Also ich muss ehrlich sagen, für mich war das wirklich so, dass die letzte Meisterschaft, international muss ich sagen. Und wie älter das man wird, desto gefährlicher wird das Ganze mit dem Hautbild. Das ist klar. Also wenn man über 70 ist und weiter über 70, wo ich schon bin, dann kann man nicht mehr ein Hautbild haben wie ein 60-Jähriger oder ein 50-Jähriger. Das geht nicht. Und man kann es lange Jahre hinauszögern. Lange Jahre kann man das kaschieren. Aber irgendwann ist einmal vorbei. Und ich bin froh, dass es jetzt noch so ausschaut, dass ich nicht, ich bin nicht jetzt dann für einen Wettkampf mehr, aber für Normalsterblichen schaut es nicht so schlecht aus. Für mich wichtig ist natürlich die Ernährung. Die Ernährung spielt jetzt die größte Rolle. Das heißt, ich schaue immer, dass mein Körperfett recht niedrig hält und dadurch schaut die Muskulatur ein bisschen anders aus. Also wenn man jetzt dann viel Fett ansetzt und dann hängt eher die Muskulatur runter. Aber durch den, dass ich jetzt immer brav trainiere und meine Muskulatur fit hält, das heißt straffen kann, so wird es eben etwas langsamer dauern, also länger dauern, bis das einmal so richtig zum Hängen kommt. Am wichtigsten ist, dass man Disziplin haltet. Weil es hilft nichts, wenn ich jetzt dann meine Nahrungsaufnahme nicht ein bisschen anpassen, dann wird auch wahrscheinlich Körperfett immer mehr werden und Muskeln immer weniger. Darum sage ich, Disziplin an erster Stelle, Ernährung und ausgewogenes Training und dann wird auch die Spannkraft der Muskulatur immer aufrecht sein. Wenn man die wichtigsten Punkte zusammenfasst, dann ist es einmal Disziplin. Das ist das Allerwichtigste. Wenig Alkohol oder fast kein Alkohol, nicht rauchen und vor allem die Ernährung. Ernährung spielt eben die größte Rolle dabei. Und man sieht ja, wenn man sich richtig ernährt und den Körperfettanteil richtig niedrig hält, dann kann man sich relativ lange fit halten und auch die Spannkraft der Muskulatur aufrechterhalten. Und das ist mir Gott sei Dank bis jetzt gelungen. Ich muss sagen, wenn das so die nächsten 10 Jahre so weiterklappt, dann kann ich mehr als zufrieden sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, Alter ist nur eine Zahl.